Ich muss mir jetzt zunächst selber einen Überblick verschaffen. Ja, was ist jetzt unbedingt notwendig? Das ist auch vom Auftrag her, den ich bekommen habe, eigentlich offen gelassen. Das Ziel ist eine Klärung und dann wahrscheinlich auch die Grundlage dafür, damit man schaut, wie man weitergeht. Die PPD, die beiden zu befragen. Es hat sich dabei herausgestellt, dass bei den beschlagnahmten Datenträgern eine Festplatte vorhanden ist, auf der gelöschte, aber wiederhergestellte pornografische Bilder mit Beteiligung von Unmündigen vorhanden waren. In dem Punkt ist der Tatbestand der Darstellung von der pornografischen Darstellung mit Unmündigen, so heißt das, erfüllt, § 207a Strafgesetzbuch. Und für die Person, der man den Besitz dieses Datenträgers und mit dem Besitz dieser pornografischen Darstellungen zuordnen kann, wird ein Strafantrag eingebracht werden. Man muss bedenken, dass der Kühn ja auch eher einer, der mit traditioneller Kircheneinstellung ist, also das zweite Vatikanische Konzil eher nicht so annimmt. Verstehe. Okay. Yeah.